So, liebe Leute, da bin ich wieder. Willkommen zum zweiten Part von meinem Let's Test Pokémon Rot 2. Den Namen habe ich noch gar nicht genannt. So heißt das Spiel im Moment. Vielleicht ändert sich da ja auch nochmal was. Ich finde den Namen eigentlich gut. So, wie man sehen kann, bin ich jetzt hier dahinter gelangt und der ist ja irgendwie, der steckt jetzt in dem Zaun fest. Ja, da möchte ich euch das nur noch fix zeigen. Die MSN ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Wir besuchen Oranierschiff einmal, also Oranier City, einmal im Jahr. Ja, hier ist dieses Schild, das kann man nicht lesen, das kann man ja mal programmieren. Ach, jetzt kommen wir ja nicht mehr raus. Ja, das ist ja blöd. Egal, ich lade einfach neu. Zack, und hier sind wir wieder. So, jetzt... Wieso ist denn die jetzt? Ach, jetzt habe ich den Starter nicht mehr. Ach, ich habe an der falschen Stelle geladen. Ja, das ist kein Problem. Holen wir uns einfach jetzt nochmal fix. Aber wir müssen natürlich erst nochmal mit dem Professor reden. Zack, ja, das haben wir schon gehört. Das ist lieb, dass du uns ein Pokémon schenkst. Das freut mich sehr. Ja. Wir möchten aber, dass das ein Spitzname kann. Und zwar nenne ich es wieder MT. Das war jetzt ein bisschen doof mit dem Sichern und Laden. Aber ich muss mir eh angewöhnen, mal öfters zu sichern, weil es kann ja auch mal abstürzen. Es ist eine Alpha-Version. So, also hier ist ein schöner LKW. Na, sieht ein bisschen aus wie aus Generation 1 der, ihr wisst schon. Rechts neben der MSN. So, was ist denn das hier? Das ist die Arena, ne? Leiter Major Bob, der blitzschnelle Arena-Leiter. Was wir hier machen, heute wird doch die Arena eröffnet. Ganz schön lange Schlange, es dauert bestimmt, bis ich dran komme. Hey, hinten anstellen, Tuschel, Tuschel. Ich und Abra werden auch gegen den Arena-Leiter antreten. Na, das ist aber schön für euch. Pokémon-Fan-Club, alle Pokémon-Fans sind willkommen. Jurob, Jurob. Ich liebe mein Jurob. Es quiekt, wenn ich es in den Arm nehme. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Ja, unbedingt. Ja, bla bli bli blu 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 bla bla bla. Bla blu blu. Danke, dass du mir zugehört hast. Ein Radkupon. Cool. Können wir Naturia City gegen ein Fahrrad tauschen? Das finde ich sehr schön. Nee, nicht nochmal, bitte. Pikachu. Mein Pikachu ist viel süßer als ihr Pokémon. Ist möglich. Der Vorsitzende redet sehr gerne über Pokémon. Ach, das haben wir schon mitgekriegt. So, was sagt denn die nette Frau? Ja, Orania City hatte früher mehr Einwohner. Sie zogen alle weg, als die Probleme mit Team Rocket angefangen haben. Hier, dass die Ecke von dem Haus ist nicht so schön. Ist aber wahrscheinlich nicht anders zu lösen. So. Das haben wir geklärt. Jetzt können wir uns hier die Profi-Angel holen, oder? Ja, sehr schön. Mein Pokémon wurde vergiftet. Das Gift hat lange nach dem Kampf besiegt. Warte mal, fehlt da was? Nee, ich habe vergessen, das S zu lesen. Der Zwang, erneut mit jemandem zu kämpfen. Hast du diesen Zwang je verspürt? Ich bin sicher, dass du das hast. Gegen gewisse Trainer wollte ich immer wieder antreten. Also habe ich dies weggegeben. Nimm bitte auch eins. Kampffahnder erhalten. Setze dieses Gerät ein und du findest Trainer, die einen Rückkampf möchten. Du musst allerdings die Batterie aufladen, um es zu betreiben. Das ist nicht schlimm. Wir legen das auf Select, damit wir immer schön kämpfen können. Auch wenn sie den gleichen Level haben, können die Fähigkeiten von Pokémon trotzdem verschieden sein. Das Pokémon eines Trainers ist stärker als ein wildlebendes. Es stimmt, dass ein Pokémon mit einem hohen Level sehr stark ist, allerdings haben alle Pokémon Schwächen. Die richtige Attacke kann sie leicht besiegen, daher gibt es kein Universal-Pokémon. Jetzt habe ich den nochmal angesprochen, das wollte ich gar nicht. Eine Karte. Okay, also auf der Karte hat sich bisher eigentlich... Schutzbunker? Aha, ist ja cool. Pokémon-Haus. Ja gut, das können wir uns ja andermal nochmal angucken. So, Pokémon heilen brauchen wir jetzt nicht. Und
mit diesen ganzen Leuten können wir nicht, also das ist alles gesperrt. Ist auch richtig so. So, dann würde ich sagen, sind wir in der Stadt fertig. Habe ich ein Haus vergessen? Na, hier am Markt waren wir noch nicht drin, ne? Pokémon können gut oder böse sein, das hängt ganz von ihrem Trainer ab. Ich bin natürlich gut. Es gibt böse Menschen, die Pokémon für Verbrechen missbrauchen. Das Team Rocket macht mit seltenen Pokémon Geschäfte. Die Pokémon, die ihrer Meinung nach nicht selten genug sind, werden von ihnen ausgepetzt. Ich habe mich bestimmt wieder verlesen, Leute. Selber schuld. Was ist denn das für einer? Entschuldigung, dass ich vorhin zu unfreundlich war. Hier ist eine Wiedergutmachung. Superball erhalten. Mascholo, Mascholo. Mein Mascholo ist mein ganzer Stolz. So, wir betreten die erste Route. Nochmal kurz zur Erklärung. Nuzlocke bedeutet, wir müssen in jedem neuen Areal, Höhle, Stadt, Gebiet, Route, was auch immer, das erste fangbare Pokémon fangen. Und da wir jetzt bereits Pokebälle besitzen, werden wir das erste Pokémon, was wir hier jetzt kriegen, fangen. Erstmal haben wir einen Luxusball. Werden wir mal schauen, was wir hier Feines haben. Ein Mankey. Und Mankey ist ein ziemlich gutes Pokémon. Das gefällt mir schon mal. Können wir mal Kratzer machen. Und da können wir sogar noch mal Kratzer machen. So. Und da können wir jetzt mal schauen. Ich mach mal noch Raserei, um noch ein bisschen zu schwächen. So, und jetzt setzen wir mal einen Superball ein. Ach, Pokéball reicht eigentlich. Mengi wurde gefangen, das ist sehr schön. Was? Eintrag im Pokédex? Wir haben doch noch gar keinen Pokédex. Mengi einen Spitznamen geben. Ja, was fällt mir gerade ein? Ja. Ich nenne das Pokémon jetzt einfach Gizmo. Einfach so, es ist mir gerade eingefallen. Es hat keinen großen Sinn. Ich werde aber versuchen, eh nur mit dem Starter zu spielen. Also die Pokémon sind rein nur damit. Wegen Nuzlocke und so. Ja, und die wichtigste Nuzlocke-Regel ist die, ein Pokémon, was besiegt ist, kann nicht mehr kämpfen. Es ist tot. Es gibt keinen kampfunfähig, es gibt nur noch tote Pokémon. Ein kampfunfähiges bzw. totes Pokémon muss besiegt werden, ansonsten ist die Nuzlocke-Challenge gescheitert. Hier oben haben wir einen Trainer, den können wir umgehen. Haben wir noch ein paar wilde Pokémon. Wir nutzen jetzt erstmal die Zeit, um erstmal ein paar Level zu bekommen, ein paar Erfahrungspunkte und ein kleines bisschen zu trainieren, bevor wir uns um die Trainer kümmern. Also ich muss sagen, der Schwierigkeitsgrad von dem Spiel ist schon mal ein ganzes Stück schwerer als normal. Wir haben zwar unseren Starter Level 7, aber wie man sieht, muss man ja dauernd ins Pokémon Center rennen, wenn man wirklich Nuzlocke spielt. Ich werde jetzt trotzdem mal dem Karnimani das Item wegnehmen. So. Gehen wir mal kurz heilen. Zack, zack. Also bis jetzt, muss ich sagen, schon mal als kleine Einschätzung, das Spiel gefällt mir bis jetzt sehr gut. Die kleinen Fehler, die es gibt, die sind wirklich nicht gravierend und ich habe bisher großen Spielspaß dran. Es ist mal was ganz Neues für mich. Es ist im Übrigen auch der erste Hack, den ich je ausgetestet habe. Also von hier her schon mal ein großes Lob. Der kann Absorber. Das gefällt mir natürlich nicht. Mal gucken, ob wir jetzt schon besiegt werden. Also wenn der mal einen Volltreffer macht, haben wir ein bisschen ein Problem. Ich weiß gar nicht, ob der noch eine andere Attacke kann als Absorber. Ich glaube aber eher nicht. Also mit dem Myraplas müssen wir ein bisschen aufpassen. Habitat Level 3, das ist, denke ich, in Ordnung. Das kann ja nur Schnabel, das ist nicht so schlimm. Und unser Karnimani scheint ziemlich langsam zu sein. Leute, ich hab dem Karnimani doch einen Spitznamen gegeben. Warum ist denn der Spitzname jetzt weg? Das verstehe ich jetzt nicht. Habe ich mich jetzt, entweder habe ich mich verdrückt oder das ist irgendwie ein Fehler. Weil dann ist die Nuzlocke-Challenge jetzt schon mal gescheitert.
Das hat einen richtigen Namen. Ja, das ist blöd. Da habe ich mich wahrscheinlich schlicht und ergreifend einfach nur verdrückt. Na, das ist ja nicht schlimm. Natürlich können tote Pokémon auch keine Items mehr erhalten. Es müssen also auch alle Items vorher entfernt werden von den Pokémon. Und ein kampfunfähiges und beziehungsweise in dem Fall totes Pokémon kann auch nicht geheilt werden durch Items und auch nicht durchs Pokémon Center. Das macht das ganze Pokémon wesentlich interessanter, wie ich finde, wenn ich irgendwelche Editionen spiele. Ich spiele fast nur noch Nuzlocke, weil alles andere ist mir schlicht und ergreifend zu einfach. Wer es nicht kennt, ich würde es jedem mal empfehlen. Probiert es bitte mal aus. Es ist, ja, es ist für, selbst für geübte Spieler manchmal schon eine ganze Herausforderung. Also, ja, probiert es bitte aus. So, jetzt ist unser Garnimani gleich Level 9. Ich weiß gar nicht, ob wir dann irgendwann mal noch Biss lernen. Weil Biss hat ein bisschen mehr Angriff als nur Kratzer, was mir ein bisschen besser gefällt. Ich muss sagen, als ich vor uns das Endivir genommen habe, war ich wesentlich zufriedener. Das Garnimani ist nicht so gut. Aber wir werden ja sehen, wie es sich weiterentwickelt. So, eins besiegen wir noch, dann gehen wir noch mal heilen, dann kümmern wir uns mal um die nächsten Trainer. Notfalls haben wir ja auch noch ein paar Tränke einstecken, also das sollte notfalls eigentlich kein Problem sein. Und ich finde schön, dass wir gleich von Beginn an die Turbo-Stiefel haben. Das erleichtert schon mal das Vorankommen. Okay. Dich habe ich noch nie gesehen. Bist du ein guter Trainer? Ja, ich denke schon. Vogelfänger Bastian. Taubsi. Okay, Level 3. Na, das ist nicht so schlimm. Wir machen trotzdem Raserei. Es ist ein relativ langer Kampf, damit unser Angriff gleich mal signifikant ansteigt. Und ihr seht, Raserei ist wirklich eine tolle Sache. Da kann man absolut nicht meckern. Ja, für alle, die es interessiert, ich schreibe nochmal die 5 wichtigsten Nuzlocke-Regeln in die Beschreibung rein. Weil ich habe das alles ein bisschen, ja, ich will nicht sagen doof erzählt, aber von der Reihenfolge und so alles ein bisschen verteilt. Also bitte mal in die Beschreibung sehen, da schreibe ich nochmal ganz genau hin, um was es geht. Das mit dem Spitznamen ist nicht unbedingt erforderlich und warum das jetzt mit Garnimani nicht geklappt hat, weiß ich auch nicht. Ja. Okay, unser Pokémon ist wieder heil. Oh, sieht das hier nach einem Doppelkampf aus? Ich hoffe, sie kümmert sich gut um Zubat. Ich bekomme dafür einen kleinen Stein, ein fairer Tausch, oder? Ja, kann man sagen. Wir tauschen gerade Pokémon, ich bekomme endlich einen Zubat. Zubats sind hier in der Gegend selten. Selten? Oder gar nicht anzutreffen. Das ist jetzt die Frage. Wen haben wir denn hier? Man findet hier draußen nicht viele Käfer. Käfersammler Nelson. Hornlio. Gut, wir machen das jetzt wieder mit Raserei, weil das eine coole Sache ist. Gut, Fadenschuss ist natürlich Mist. Ja, jetzt sind wir schon vergiftet. Das ist nicht schön. Es kann sein, dass wir dann gleich sterben. Ich hoffe, ich schaff's aber bis nächste Pokémon Center, weil ich möchte nicht unbedingt schon... So, da jetzt haben wir genug Angriff. Es müsste ein Kratzer reichen. Erreicht Level 11. Das ist aber schön. Du beliebst zu scherzen, oder? So, bevor wir jetzt hier unser Pokémon verlieren, gehen wir mal schnell ins Pokémon Center. Ich hoffe, das kriegt man hin, ohne dass es stirbt. Ja, ihr habt richtig gehört, stirbt. Ja, gut. Mal gucken, wir sollen ja nach Saffronia City gehen.
Wer sich in Kanto gut auskennt, weiß, nach Saffronia City geht's hier lang. Schauen wir uns mal an. Mal ab und zu speichern. Verschwinde. 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 Ich möchte aber nicht verschwinden. Also, die lassen uns nicht durch. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag. Ich würde mir halt wünschen, dass die nicht alle drei das Gleiche sagen. Die können ja irgendwie sagen, hier, du Winzling, hast ja nichts verloren oder irgendwie. Ich würde mir wünschen, dass die ein bisschen was anderes sagen, weil das kommt mir ein bisschen lustlos vor, wenn alle drei das Gleiche sagen. Susi hat Schutz gefunden. Also das ist wirklich interessant gemacht, diese versteckten Items hier. Citrubeere, das ist natürlich auch fein. So, wir haben ja den Kampffahnder, da können wir den Kampf ja einfach nochmal machen. Hey, lange nicht gesehen. Geht es dir besser? Ich weiß gar nicht, ob die Pokémon jetzt auch stärker werden. Nee, hat sich nichts geändert. Da bin ich auch ehrlich gesagt froh drüber. So, da haben wir doch schon mal ein gutes Pokémon. Sind wir schon Level 11. Damit kann man schon durchaus was anfangen. So. Das letzte Porenda, das machen wir mit Kratzer. Wir haben genug Angriff jetzt. Fein, das hat also super geklappt. So, da wir hier nicht weiterkommen, müssen wir zwangsläufig hier nach rechts gehen. Hey, was willst du hier? Ich werde dir Manieren beibringen. Eine Herausforderung von Rocket Rübel. Smogon wird eingesetzt. Okay. Er hat nur das Smogon, das heißt, wir brauchen jetzt mit Raserei nicht anzufangen. Giftfolge ist doch blöd. Nicht, dass wir ja noch sterben, das wäre nicht so schön. Haben wir eigentlich ein Gegengift? Mal gucken, ob man das Smogon fangen kann. Normalerweise kann man im Pokémon-Trainer ja das nicht machen. Okay. Sei kein Dieb. Aber ihr dürft Pokémon stehlen, oder was, hä? Ja, sehr nett. Okay, wir haben noch 17 KP. Erreicht Level 12. Du bist ein guter Trainer. Dankeschön. Jetzt bin ich dran. Rocket 2. Ja, es kommt mir auch wieder ein bisschen so lustlos vor. Bitte mal einen Namen ausdenken. Rocket 1, Rocket 2. Das ist nicht schön. Okay. Ich weiß nicht, ich riskiere es nicht. Ich nehme mal lieber... Nehme ich einen Trank? Ja, komm, ich nehme mal einen Trank. Bevor uns hier noch irgendwelcher Mist passiert. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Zweimal Silberblick, das ist aber blöd. Ha, zum Glück ist Wickel aber daneben gegangen. So, nur aber schnell. Carnivani hat 66 EP. Du hast toll gekämpft. Warum ist denn die Schrift hier plötzlich violett? Liegt das daran, dass wir vergiftet sind? Bitte ändern. Der Boss wird böse sein. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So, bevor wir aber jetzt sterben, nochmal fix ins Pokémon Center gegangen. Und dann neigt sich auch der nächste Part schon wieder dem Ende. Wir sind bisher gut vorangekommen. Wir haben unser erstes Pokémon gefangen. Das andere haben wir geschenkt gekriegt. Und jetzt werden wir hier auf dieser Route noch ein Pokémon fangen. Moment, was ist denn das? Diktas Höhle. Es tut mir leid. Die Dikta Höhle ist eingestürzt. Die Polizei von Orania und Marmorias... Was? Marmoria City arbeitet schon dran. Okay, hier haben wir jetzt einen Trainer. Den machen wir noch. Hast du Lust, mit mir zu kämpfen? Nein. Aber ich muss. Tja. Schade. Sandan. Können wir nicht langsam mal Aquaknarre oder so lernen? Das wäre doch schön, oder? Ui, das hat aber viel. Das hat aber viel Verteidigung. Was ist denn das? Na, das ist ja auch Level 9. Nur sowas. Kann das auch noch was anderes außer Einigler? Weil sonst dauert der Kampf ja lange. Ja, es kann Kratzer, ne? Da bin ich ja froh.
Also ich muss trotzdem sagen, das ist ein bisschen langweilig. Das Sandern. EP, das ist natürlich viel, erreicht Level 13. Ja, jetzt lernen wir natürlich Aquaknarre, ist auch klar. Hey, das ist gemein. Okay, ich würde sagen, hier ist noch ein Pokéball. Aufwecker. Aufwecker können wir gut gebrauchen, weil dieser Trainer hier unten, der ist ein bisschen bissig. Der hat mir schon letztens mit dem Endivier große Probleme bereitet. Aber wir schauen uns das erst im nächsten Part an. Ich werde in diesem Part mein Pokémon heilen. Und im nächsten Part fangen wir uns dann unser nächstes Pokémon auf dieser Route hier rechts und spielen weiter. Ich freue mich drauf, Leute. Bis dahin, ciao, ciao, euer MT.